Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind zum Ende der letzten Folge natürlich wieder gestorben. Zweimal in einer Folge, das haben wir auch noch nicht hingekriegt. Ich muss sagen, bisher war das Spiel eigentlich relativ easy. Die Tode waren eigentlich nur unglücklich gelaufen bisher, aber was in der letzten Folge passiert ist, ist einfach... Es ist einfach zu krass. Ich weiß nicht, ob wir wirklich schon eine Eisenrüstung... Obwohl, wir haben eine Eisenrüstung. Ja, gut, jetzt gerade nicht, aber... Keine Ahnung, ob wir schon eine Goldrüstung bräuchten, aber... was auch immer. Aber ich muss sagen, das Gebiet hier ist echt zu heftig. Es war ein bisschen doof, der Tod, der letzte. Ich habe halt gehofft, dass ich ihn einfach schnell kaputt schlagen kann, aber in dem Moment kam halt der Pfeil. Ich hätte einfach nur blockieren müssen, da hätten wir es überlebt, aber naja. Im Eifer des Gefechts passieren halt auch mal Fehler. Es ist halt nur mies, dass man hier jedes Mal mit so wenig Leben startet, wo ich auch schon wieder hätte was essen können. Weiß nicht, ob hier schon wieder ein Schlundi ist. Man weiß halt nie, ob von irgendwo ein Pfeil kommt, ne? Das ist halt so ein bisschen immer das Problem an der Geschichte. Okay, ist krass, wie schnell dann das Leben hochgeht, ne? Das war der Trogger vom letzten Mal. Krass, dass der immer noch weniger Leben hat. Aber jetzt starten wir durch. Jetzt rennen wir einfach hin. Also ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wenn wir mit dem Boot ein Stück weiter vorgefahren wären. Schon wieder ein Skelett. Ah, das wäre definitiv schlauer gewesen, weil den Weg, den wir hier schon durchgehen müssen, bis wir beim Knochenwand sind, es ist schon immer so halb schon der Tod. Trogger hat uns noch nicht gesehen. Hab vergessen, das Schild zu nehmen. Also an versunkenen Krypten hier mangelt es auf jeden Fall nicht. Ah, hat sich schön in einem Baum versteckt. Oh, zum Glück hat er nicht getroffen. Das wäre schon wieder richtig Mist geworden. Ah, Schlundi. Oh Gott, nein. Na, ah, geh weg. Er wollte beißen, habt ihr das gesehen? Ja, wir dürfen eigentlich kein Leben verlieren, weil das Leben dann wieder Ewigkeiten braucht, um sich wieder hochzumehren, hochzuhealen. Ah, genau. Ausweichen ist auch eine Variante. So, weg mit euch jetzt. Geht weg, ich will doch einfach nur zum Knochenwand fallen. Das war doch beim ersten Mal nicht so schlimm. Da sind wir doch auch hier hintergerannt. Klar kamen da ein paar Trogger und so, aber... Es war doch absolut nicht vergleichbar mit dem, was jetzt abgeht. Ich glaube, wir sind einfach weiter da oben lang gelaufen. Nicht so hier mitten im Sumpf. Den Trogger müssen wir auf jeden Fall noch erlegen. Der kommt mir sonst zu nah. Was wir mit diesen flammenden Viechern da drüben machen, ich habe keine Ahnung. Okay, das lief gut. Wir sind jetzt halt weder ausgeruht, noch haben wir Eiktür-Skill. Das ist semi-optimal. Aber wir können es nun mal nicht ändern. Ach, ja. Ach, weil ich habe nicht mal... Ich habe nur den Schlundegel gesehen. Mann! Ich will doch... Nimm doch jetzt mal das Ding in die Hand. Ja, noch zwei Schleimlinge. Ey, es ist wirklich Wahnsinn. Wenn wir jetzt nochmal sterben, lassen wir es. Dann gehen wir erstmal woanders hin. Aber ganz ehrlich... So, ich muss unbedingt Giftwiderstand nehmen. Komm, zack. 10 Minuten hält der. Wir hauen uns hier gleich nochmal die 7 mit rein, also. Geht nicht? Doch, geht. Gesunder Met. Aber es hat halt ein Kreuz drüber. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das jetzt nicht wirkt, obwohl wir relativ viel Leben gerade wiederkriegen, ist das einfach generell das Symbol dafür. Das ist schon komisch, das Kreuz. Ja, wir haben alle Pfeile verschossen. Hau bloß ab, wir sind eh gleich. Ja, wir haben wieder Gift. Ich sag mal, mit dem Giftwiderstand Met funktioniert es eigentlich ganz gut. Da kommt der nächste Trogger. Wir haben nicht mal mehr Pfeile. Ach, es ist wirklich, es ist endlos. Ihr seht es. Hier ist ein Schlundegel. Was soll ich tun?
Ich weiß halt echt nicht, was wir machen sollen. Hier ist jetzt erstmal kurz Ruhe. Ich glaube, der Schlundegel wartet noch irgendwo, aber das Problem ist, wir haben auch wieder keine Pfeile. Wir probieren das jetzt einfach. Wir haben 125 Leben. Da hinten schießt er die ganze Zeit. Wir müssen den noch holen. Es geht leider nicht anders. Die Sache ist, es bringt alles nichts, wenn wir den hier angreifen und die ganze Zeit irgendeine Scheiße kommt. So, wir haben gesunder Met, ist gleich vorbei. Machen wir da neu. Metwiderstand, Giftwiderstand passt. Metwiderstand, genau. Gut, also haben wir jetzt hier die verwitterten Knochen rein. Wir nehmen den Bogen raus. Die Knochen. Es sieht erstmal ruhig aus und jetzt Daumen drücken. So, ich hau direkt nochmal Met nach und wir hauen auch nochmal das nach, aber an beiden Kreuz, dass er entweder geht, du kannst nicht mehr zu dir nehmen, steht da. So, ach du Scheiße, wir sind ja mal richtig langsam. Da ist der Knochenwanst. 14 Schaden. Okay, also wir sind der langsamste. Der schickt Skelette und Schleimlinge. Ach shit, ich dachte, wir sind wenigstens alleine. Oh Gott. Ich habe halt keine Ahnung. Also wir sind auf jeden Fall dauerhaft vergiftet, aber es zieht uns zumindest nicht übelst viel ab. Aber hier war doch noch ein Schleimling oder so, ne? Ja, da ist noch einer. Also ich glaube, wir können nur einen Trank zu uns nehmen. Wo ist er denn? Hier drüben hängt er rum. Weiß halt nicht genau, was er für... Okay, er vergiftet uns. Es zieht erstmal nicht so heftig viel ab. Okay, schlagen lassen sollten wir uns nicht. Wir haben dem noch fast gar nichts abgezogen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überleben. Ja, jetzt kommt noch Torgar natürlich. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Jetzt kommen Skelette. Oh, ich hänge, ich kann nichts mehr tun. Nein. Ah, shit, ich hänge hier, ich komme nicht hier raus. Mann, dass das auch alles noch in so einem Sumpfland sein muss. Also ja, macht Sinn, aber ist halt auch irgendwie ganz schön kacke. Wir haben bloß noch 31 Leben. Schaut mal, was hier für eine Armee kommt. Also ich glaube, das können wir sein lassen. Ich probiere es gerne, also ich gebe mein Bestes natürlich. Aber guckt mal, der hat sich hochgeheilt. Der ist wieder komplett voll. Soll man das denn schaffen? Weil es ist halt auch so krass, wenn man überlegt, dass die anderen beiden Gegner einfach so billig waren. Wenn der sich natürlich noch hochhielt und die ganze Zeit hier Skelette und was weiß ich alles kommen, dann natürlich gar keine Chance. Dann weiß ich wirklich nicht, wie wir das schaffen sollen. Das Geile ist, unser Schwert ist auch noch gleich kaputt. Natürlich. Los mit dem Zertrümmerer kämpfen. Ich weiß nicht. Wir kriegen die ganze Zeit trotzdem noch Giftschaden. Jetzt ist es weg. Ausdauer ist fort. Ach, Mann. Also, ich habe gerade echt absolut gar keine Ahnung, wie es möglich sein soll, den Solo zu besiegen. Was wirft er denn da? Er wirft Skelette. Natürlich. Es wird immer mehr. Ich kann den ja nicht angreifen. Wir haben noch 36 Leben. Selbst wenn ich jetzt... Ich nehme gern nochmal so ein Met, aber... Das Kreuz sagt ja sicherlich, dass nicht zwei auf einmal gehen, aber Giftwiderstand... Obwohl doch... Okay, es geht. Es gibt uns wieder Leben. Also der Met ist schon mal prinzipiell eine gute Variante. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Wo man ihn ja eigentlich nicht übersehen kann. Ah, wo ist er? Ach, da hinten hängt er rum. Das Problem ist, es bringt auch nichts, wenn wir hier die ganze Zeit gegen die Skelette und alles kämpfen, weil wenn der andauernd welche neue ranholt, kostet es uns... Ah, jetzt haben wir gleich Schaden. Wir haben keine Ausdauer mehr. Sag mal, das Gute ist hier... Wow, das Gute ist, hier stehen relativ viele Bäume rum. Das heißt, vor den Pfeilen können wir erstmal in Deckung gehen. Und der spawnt zumindest keine Tworger. Wir brauchen nochmal Dings hier, Ausdauer, die 5. Ich glaube, wir müssen uns hier vorher von... Ach, scheiße, jetzt sind wir auch noch in das Vieh reingerannt.
Aber bisher, wir kommen ja nicht mal dazu, alle Gegner zu... Ja, jetzt kommt... Ach du Scheiße. Zorngeist, geil. Leute, wir schaffen das mit der Ausrüstung nicht. Ganz ehrlich, es ist nicht machbar. Ich töte 2 Gegner und er hat schon wieder 4 neue gespawnt. Bevor wir jetzt... Was ist denn das? Schleimmasse? Bevor wir jetzt wieder sterben... Ich renne zurück. Ich glaube, ich renne komplett falsch, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, wir sterben wieder. Ich versuche zurückzurennen, dass wir uns mit dem Portal wieder nach Hause beamen. Ich kann nichts machen. Wir haben alle Mates, die gehen. Ist zwar nur geringer Ausdauer-Mate, aber der Zorngeist ist schneller als wir. Er wird uns gleich kaputt hauen. Und damit haben wir dann wohl oder übel verloren. So, wir können uns nochmal schnell so einen gesunden Mate reinhauen. Wir können jetzt mal die beiden Sachen noch aus der Hand nehmen. Jetzt heilt uns zumindest Thora, wenn der sich selber natürlich auch noch heilt. Schaut doch mal, was hier los ist. Ach, das ärgert mich. Ich habe zwar gelesen, es soll hart werden, aber dass es so krass wird, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ja, da sind wir ja noch ganz, ganz weit davon entfernt, auch nur irgendwie was gegen den anrichten zu können. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich geht das Spiel ja mit dem Gegner weiter, mit dem Boss. So, erstmal durchatmen. Nehmt's mir nicht übel, dass ich jetzt hier einen Rückzug antrete, aber das ist es mir nicht wert. Wir haben absolut keine Chance, also. Wenn, dann müssen wir von den ganzen Mets die noch stärkeren brauen. Der Hirschzertrümmerer, ganz ehrlich, der hat fast keinen Schaden angerichtet. Da müssten wir 100 Schläge auf den hauen. Wenn der sich noch zwischendurch heilt... Ach man, ich weiß halt nicht, ob man den erstmal auslassen kann und mit anderen Endbossen weitermachen könnte. Eventuell klappt das ja auch. Muss ich mich noch mal ein bisschen genauer drüber informieren. Aber keine Ahnung, wie man den schaffen soll. Was eine Überlegung wert wäre... ist, ob man sich irgendwie sowas wie ein kleines Gebäude baut. Also einfach aus Holz oder aus Stein eine Erhöhung. Ja gut, aber Pfeile tun dem ja genauso wenig weh. Also Pfeile sollen ja gar nichts bringen. Wir haben es jetzt nicht probiert, aber... Ich hatte halt erst überlegt, ob wir uns irgendwie eine kleine Erhöhung bauen, dass wir oben stehen und nicht von den ganzen Kleinviechern drumherum angegriffen werden können. Aber dann können wir halt auch nur Pfeile schießen. Ja, ich find's komisch, dass die Getränke, dass die Mets so durchgestrichen sind. Aber gewirkt hat's ja trotzdem, das haben wir gesehen. Ja, ein bisschen enttäuscht. Dass es so hart wird, hätte ich nicht gedacht. Es ärgert mich, weil so viele Folgen haben wir es hingezogen, jetzt wollte ich es endlich hinter mich bringen. Aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Tut mir wirklich leid, aber Rückzug war gerade das einzig Sinnvolle, weil wir sind jetzt schon 2-mal gestorben. Unsere Fähigkeiten haben stark gelitten. Und das hätten wir so definitiv nicht geschafft, zumal das Schwert auch fast kaputt gewesen wäre. Und wenn wir... Was habe ich getan? Oh, Mist, ich habe mich verdrückt. So, wenn wir das Ding haben, können wir auch nur damit blockieren. Und das wird auch nicht so dolle blockieren wie ein Schild. Zumal wir uns mit dem Ding halt auch kaum bewegen können, ihr seht's, ja. Ach Mist, na gut, jetzt geht's erstmal wieder heim, die Niederlage verkraften. Muss ich mich wohl doch nochmal ein bisschen genauer informieren, wie wir den am besten besiegen. Naja, wir haben zumindest ein paar Trophäen, etwas Schlamm, Knochenfragmente, Innereien und Blutsäcke gesammelt. Und vielleicht müssen wir da doch nochmal gucken. Ja, krass. Vor allem ist das Ganze... Wir haben so wenig Harz zurzeit. Ich muss nochmal in der alten Basis gucken. Problem ist, wenn es hier so dunkel ist, kann ich nicht lesen. Also die Schilder nicht lesen von den Truhen. Das nervt mich etwas an. So, also, Fleisch haben wir noch nicht komplett weggepackt. Wir können das noch mit reinpacken. Wir packen das Harz schnell wieder rein. Die Trophäe passt hier nicht mehr rein. Dann kommt sie erstmal bei Sonstiges hin.
Die Trophäe passt aber rein. Eine ganze Menge Knochenfragmente. Der Schlamm war auch mit hier drin. Und Holz haben wir irgendwo hier. Ich hoffe mal ganz stark, dass die jetzt nicht unser Portal kaputt machen. Dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir nochmal ein Boot bauen. Und nochmal den ganzen Weg auf uns nehmen. Und das wäre echt ziemlich mager. Ich hau mich jetzt erstmal kurz ins Bett. War anstrengend, die ganze Geschichte. Hauptsache, wir können... Ach, das Feuer ist aus, super. Hauptsache, es wird hier erstmal wieder ein bisschen hell. Ich habe gerade echt genug von der Dunkelheit. Und wir haben natürlich auch das Holz weggepackt. So. Dann gib hier mal 3 Holz her. Die werfen wir alle rein. Und dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde schlafen. Und überleg mal, was wir jetzt am besten machen können. Die Sache ist, dass die Rüstung, die wir haben, ist aktuell für unseren Fortschritt die beste. Ja, dass wir sowas träumen nach dem Abenteuer, kann ich mir gut vorstellen. Es ist halt erstmal die beste. Ja, der Höfzertrümmerer ist nicht das geilste, was gerade geht. Wir können uns das ganze Ding auch noch aus Eisen bauen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir uns erstmal bessere Mets brauen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück zur alten Basis. Und gucken mal, was das alles gekostet hat, dass wir uns darum kümmern. Mann, ist das heftig. Weil wir sind so gut ausgerüstet gewesen, ne? Alle 3 Tränke, wir haben eine geile Lebensanzeige und auch Ausdaueranzeige gehabt. Ja, wir hatten kein Ausgeruht-Skill, das stimmt schon. Eine Eiktür können wir auch noch aktivieren, aber selbst dann sind wir noch meilenweit davon entfernt, irgendwas auszurichten. Sehr gesund. Können wir uns auf jeden Fall leisten. Das passt. Dann hatten wir jetzt aktuell bloß die geringe Ausdauer, ne? Geringer Ausdauermet. Wir können auch noch keinen anderen brauen. Nö. Giftwiderstand ist derselbe und wir haben das noch. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nicht vorher dasteht, was das Ganze dann für Werte hat. Bei der Karottensuppe steht's da. Ach so, nee, bei dem Essen steht's da. Entschuldigung, aber bei dem Metmischung nicht. Was ist denn Metmischung lecker? Ich habe keine Ahnung, was Mietmischung lecker ist. Also, wir können nur geringe Ausdauer aktuell, mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob man den Kessel irgendwie noch hochleveln kann. Es sieht hier richtig beschissen aus. Vielleicht müssen wir auch die, wie heißt denn das, Schlagwaffen? Ist das eine Schlagwaffe? Eigentlich schon, ne? Oder Stangen? Nein, Stangewaffe ist es eigentlich nicht. Vielleicht müssen wir das auch vorher noch hochskillen. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was wir machen können, ist eine bessere Metmischung. Honig, Blaubeeren, Himbeeren. Und Löwenzahn. Das haben wir ja alles. Wir haben Honig. Wir haben Blaubeeren. Wir haben Himbeeren und Löwenzahn haben wir, glaube ich, bei Samen mit. Genau. Also das haut hin. Ich glaube, jetzt können wir uns nur... Was fehlt denn noch? Ach, 10 Himbeeren und Blutsäcke. Ne, waren gar keine Blaubeeren, Entschuldigung. 10 Himbeeren und Blutsäcke, dann holen wir die jetzt mal noch schnell. Ja, krass, ich bin echt noch so ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Dass der natürlich die ganze Zeit auch noch Skelette und Schleimlinge spawnen lässt. Das macht's echt schwer, da irgendwie was gegen den auszurichten. So, wir haben natürlich keine Himbeeren mehr, wie sollte es auch anders sein? Blutsäcke haben wir auf jeden Fall genug, aber das bringt mir nichts, wenn wir keine Himbeeren mehr haben. Deswegen hauen wir den ganzen Scheiß jetzt einmal hier rein. Und dann machen wir uns nochmal auf die Suche nach Himbeeren. Ich würde sagen, wir machen das Inventar jetzt noch fix leer, dann ist erstmal wieder Folgenende angesagt. Und dann können wir ja hier in dem Wald ein bisschen Himbeeren suchen und dahinter kommen ja die Krypten, dass wir uns noch ein bisschen Eisen sammeln. Dass wir uns hier nochmal die bessere... bessere Waffe für den bauen. Und da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie was rausfinde, wie wir da ein bisschen mehr gegen den anrichten können. Ich hoffe, dass es solo machbar ist. Sollte ja aber eigentlich, wenn man solo spielen kann. Nicht, dass wir, also dass das irgendwie eher was für Multiplayer ist. Das wäre sehr, sehr schade. So, das haben wir alles. Wir machen jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.